Und da seid ihr auch schon wieder zurück beim Berber 667. Update für den Mai 2012. Bisschen zeitiger als das letzte. Direkt hinterher. Viel Neues, viel Altes. Bisschen was vervollständigt. Dann legen wir mal los. Wir fangen mal direkt an mit dem Kleinkram, damit wir das ganze Kleinzeug los haben. Da hätten wir Star Wars Battlefront Renegade Squadron, eine Promo-Version von dem PSP-Spiel. Das ist die US-Version, aber PSP ist ja code-free. Promo-Version bedeutet in diesem Fall, das Spiel ist komplett drauf, hat nur eine andere Verpackung. Für Promo-Zwecke halt. Dann habe ich diese kleine Box noch gekriegt. Und zwar ist da ein Gummidildo drin. Nein, natürlich nicht. Das ist ein Käfer aus Lost Planet 2. Für die Sammlung. Macht sich gut in der Vitrine. Dann gab es ein paar Skyrim Art Cards. Ich nehme die aus der Originalverpackung. Die kommen halt mit ins Spiel dann rein gleich, wenn wir hier fertig sind, wenn ich sie überhaupt auseinanderkriege. Ach, dieser Vorführeffekt. So. Ja, ein paar Karten halt. Dann machen wir weiter. Immer noch mit den Nippes. Da haben wir ein paar Rage Badges. Ein paar Anstecker halt. Was mir auch noch fehlte, Pokémon Blau habe ich komplett. Jetzt, wo ich die Anleitung habe. Ein Battlefield 3 Squad Member Aufkleber. Ein Max Payne 3 Presseheft mit schönen Hochglanzfotos. Produktinformationen. Dann passend zu den Badges, zu den Buttons, gab es eine Rage Plastiktüte. Boah, geil, ich sammle sogar Plastiktüten. Ne, nicht bewusst, aber da es die halt dazu gab. Warum denn nicht? Rückseite ist Skyrim drauf. Schon ein bisschen veraltet, weil 11.11.11 waren schon. Egal. Kommen wir zu den Büchern. Tomb Raider, das Amulett der Macht. Das ist der erste Band aus der Tomb Raider Reihe. Aber was taucht, weiß ich nicht. Von dem Autor habe ich noch nie was gehört. Schauen wir mal. Dann haben wir von Karen Travis, die kennt man vielleicht eher, die hat diverse Star Wars Romane geschrieben, den vierten Gears of War Roman, das Ende der Koalition. Die ersten drei bin ich, also beim dritten bin ich gerade bei, die ersten beiden habe ich gerade durch. Wenn ich alle vier durch habe, falls es dann noch keinen fünften gibt, werde ich wohl auch mal ein Review dazu machen, weil da gibt es doch Interessantes zu wissen. So, das waren die Nippes. Kommen wir zur Software. Heute fangen wir mal an mit GameCube. Da war nicht so viel, genau ein Spiel. SpongeBob Schwammkopf, Schlacht um Bikini Bottom. Das ist ein bisschen nah. Ja. Eine Standard-Hüpfspielkost halt. Dann machen wir weiter mit der PlayStation 2. Da haben wir zum einen Activision Anthology. Über 45 Spiele drauf, alle so aus der Atari und wie hießen sie noch? Ja, ColecoVision und ähnliches Zeit. Also auch so Sachen wie River Raid ist dabei. Also Activision war ja damals so der Lieferant schlechthin für Atari. Und halt schön Retro-Feeling, ohne die ganzen Module haben zu müssen. Dann haben wir Dino Stalker. Ähnlich wie mit dem Resi Gun Survivor hat man es ja bei Dino Crisis auch mal gemacht, dass man das Ganze als Lightgun-Shooter umgebaut hat. Hat auch nur schlecht funktioniert, wie auch bei den Resi-Teilen. Für die Kuriositätensammlung. Ja, gehen wir von der 2 zur 3. Da haben wir endlich mal, lange hinterher gewesen, Metal Gear Solid 4. Ist günstig auf dem Flohmarkt geschossen. Leider ohne den Pappschuber. Special Edition ist ja irgendwie nicht mehr zu kriegen. Jetzt habe ich es endlich. Was kommt nach PS3? PlayStation Portable. Okay. Dann haben wir Crush. Manch einer kennt vielleicht gerade von euch auf dem Xbox Live Marktplatz, wahrscheinlich auch im PlayStation Network, die ist FES.
wo man halt die Gegend drehen kann und sich daraus dann einfache 2D-Level ergeben, wo man ungeahnte Plattformen erreichen kann. Ähnliches Prinzip wie hier. Kann man halt auch den Raum immer um 90 Grad drehen und dann wird aus einem 3D-Raum halt ein 2D-Raum, wodurch man neue Wege gehen kann. Dann gab es EA Replay. Das ist eine Oldie-Sammlung. Mutant Beach Football, Road Rash, diverse Teile, Wing Commander, Desert Strike, Nuclear Strike und... Desert Strike und... Ach, keine Ahnung, wie der Vorgänger hieß. Steht auch bestimmt drauf. Jungle Strike und Syndicate ist auch mit drauf. Und mal wieder gegen die Kamera gegangen. Und Silent Hill Shattered Memories. Der friedliche Ableger von Silent Hill. Also mit Ballern ist da nicht viel mehr, ist die meiste Zeit auf der Flucht. Ist auch nicht so gut angekommen, das Ding. So, machen wir Master System. Da haben wir Klacks. Ein Puzzlespiel. Schönes Ding, hatte ich früher viel Spaß mit. Von oben kommen immer irgendwelche bunten Blöcke runter, die man dann unten vernünftig stapeln muss, damit sich möglichst hohe Kombos ergeben. Ein Puzzlespiel hat. Und das in Deutschland immer noch indizierte, warum auch immer. Super Smash TV. Gab es für einen ganzen Euro auf dem Flohmarkt. Schön an der Kiste gestanden, mal reingeguckt und der Mensch meinte gleich, hey, alles aus der Kiste, 1 Euro. Hab ich mir natürlich ein paar Titel rausgeschnappt. Jo. Heute würde man das als Twin-Stick-Shooter verkaufen. Aus der gleichen Kiste, Powermonger. Echtzeitstrategie. Schönes Ding, Klassiker. Machen wir mal PC. Wo wir gerade bei Klassiker waren. Day of the Tentacle. Damals waren LucasArts Spiele noch gut, so die letzten, von Tim Schafer kennt man, glaube ich, hat auch Brutal Legend gemacht, was ja wieder nicht angekommen ist, wie das immer so ist mit interessanten Spielen, wenn nicht FIFA draufsteht. Auf jeden Fall ein Klassiker im Point-and-Click-Genre und der erste Teil Manic Manson ist auch komplett enthalten. Schönes Teil. Dann haben wir Mech Commander. Mech Warrior kennt ja der ein oder andere. Das Ganze ist halt ein Taktikspiel aus dem Universum. Wo nicht so ganz meine Welt. Ist zwar spaßig, aber irgendwie Mechs halt. Nein. No One Lives Forever 2. Ein echt lustiger Ego-Shooter. Sollte man mal gespielt haben. Auch der erste Teil ist durchaus zu empfehlen. Macht auch heute noch Spaß, weil hat teilweise so abgedrehte Charaktere und Szenen drin. Ist einfach launig. Ja. Wo wir gerade von guten LucasArts Adventure sprechen. Sam & Max Hit the Road. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Frühes Point and Click, immer noch gut. Und Police Quest SWAT 2. Oh, Taktikspiel. Halt Polizeieinsätze bzw. SWAT-Einsätze spielen oder koordinieren. Dann haben wir noch für den PC Black and White. Das, Peter Moulineux, ich verspreche so viel und dann ist doch nicht so viel drin im fertigen Spiel. Es sollte ja auch mal für den Dreamcast kommen, nie erschienen, bla bla bla. Ist im Prinzip eine Göttersimulation, man züchtet sich halt so eine Kreatur ran, die vom Volk geliebt oder gehasst wird, je nachdem wie man halt spielt. Sehr interessant. Haben wir Dungeon Siege. Wurde auch als Schwerter des Königs von Uwe Boll verfilmt. Das Spiel ist gut, der Film ist scheiße. Naja, was soll ich sagen? Uwe Boll halt. Ist so ein bisschen Diablo-like. Trifft es, glaube ich, am besten. Aber durchaus spielbar. Dann Enclave in der Sonderverpackung, falls man es denn sieht. Ein 3D-Bild. Kommt natürlich schlecht rüber auf Kamera. Ist aber so. Schönes Hack and Slay. Passt schon. So, machen wir Wii. Das war's mit Wii. Rayman Raving Rabbits TV Party diesen Monat nur. Aber auch ein Wii macht die Rayman Rabbits Spiele machen echt Laune, weil vor allem mit mehreren echt spaßig. Und das Bockschwere für die Xbox. Das Bockschwere Alien Hominid. Der geistige Vorgänger eigentlich von Castle Crushers, was auch durchaus für einen Laien spielbar war. Das Ding ist bockschwer. Gibt's auch als Xbox Live Download. Jo, kann man sich mal angucken. Dann kommen wir zur 360. Haben wir Dead Island. Fahre ich auch länger hinter der Special Edition her.
Habe es irgendwann aufgegeben, weil alle möglichen Leute sie zwar anbieten, aber zu Preisen, wo man nicht nur mit den Ohren schlackern kann. Das lassen wir dann so, ob ich die normale Version macht das Spiel nicht schlechter. Da habe ich wenigstens mehr Platz in der Vitrine. Dr. Kawashimas Körper- und Gehirnübungen. Im Prinzip das gleiche wie Gehirnjoggen auf dem DS. Macht nichts anders, halt nur mit mehr körperlicher Ertüchtigung bei Kinect. Dann haben wir L.A. Noire, die Complete Edition. In einer dicken Pappbox. Drin ist eine DVD mehr als in der normalen Fassung. 4 DVDs. Da sind halt auf der 4. sind die Bonusinhalte drauf. Die Anleitung ist da drin. Ein bisschen Werbung für Red Dead. Zip. Dann haben wir Rio. Den Film habe ich bis heute nicht gesehen, reizt mich überhaupt nicht. Das Spiel gab es dann endlich mal auf dem Grabbeltisch, weil Film ist rum, Spiel gibt es für günstig. SBKX, Superbike World Championship. Motorrad Racing, oder Motorradrennen, Entschuldigung. Ja, für die Sammlung okay. Ich finde es, ja gut, ich selber fahre auch kein Motorrad, von daher bin ich halt mit der Steuerung nicht so vertraut. Da liegen mir dann Autorennen doch schon mehr. Und dann haben wir noch für die 360 Warriors Legends of Troy. Blutiges Spiel, ab 18 auch die ungekürzte Version in Deutsch. Jo, Gladiatorenspiel. Ach, wer hätte gedacht bei dem Titel. So, machen wir N64. Haben wir auch wieder alles schön in Plastik eingepackt. 1080 Snowboarding. Hatte ich als loses Modul, jetzt komplett. Endlich. Dann haben wir Clay Fighter 63 ein Drittel. Auch ein schöner Titel, ja. Ja, ist halt die Knetfiguren, diesmal halt auf dem N64. Ein Prügelspiel. Dann haben wir den NFL Quarterback Club 98. Standard-Football-Spiel. Mit einem ganz dicken Buch drin von den ganzen, die ganzen Spielzüge, die man auswählen kann, damit man sie nicht alle im Menü nachschlagen muss. Passt schon. Und dann gab es noch was Kurioses. Kurios deshalb, weil das Spiel war nicht drin, als ich es gekauft habe. Das wusste ich aber auch. Das Spiel hatte ich halt schon lose. Die Anleitung hatte ich auch irgendwo rumfliegen. Und da habe ich dann halt auf dem Flohmarkt die Box gesehen. Habe reingeguckt. Drin war das Transferpack, was halt reingehört. Das Teil hier, das ist ein Rumble-Pack mit durchgefeiltem Anschluss für die Memory-Card, die auch gleich dabei war. Und so habe ich dann das Rumble-Pack, die Memory Card, das Pokémon Stadium, also die Packung davon und das Transfer Pack für 3 Euro gekriegt und habe halt zu Hause einfach noch das Spiel und die Anleitung reingepackt und schon habe ich das Spiel komplett. Gut, nach N64 kommt Super Nintendo. Haben wir Claymates, eben hatten wir die Clay Fighter, jetzt haben wir die Claymates, ja, von der gleichen Spielschmiede, die gleiche Idee dahinter, jetzt sind es halt Knetfiguren. Ist die US-Version, macht nichts, Adapter vorhanden. Auch wieder so ein Wackelbild drauf, was man natürlich nicht so toll erkennt. Ah, doch, da war's. Ja. Machen wir weiter für Super Nintendo Ghoul Patrol. Da fing es dann langsam an, wo die LucasArts-Dinger nicht mehr so toll waren. Das Spiel fand ich dann nicht mehr so spaßig. Das ist halt auch von LucasArts. Ist so, naja, ich würde mal sagen, so Zombies Ate My Neighborhood. So in der Gegend irgendwo. Dann haben wir den Arcade-Klassiker Joe und Mac. Auch die US-Version, auf dem Flohmarkt das lose Modul gefunden, der wird 13 Euro haben. Habe ich auf eBay geguckt, nehme ich doch die US-Version komplett für einen 10er, das passt. Ja, meine Freundin war auf das Ding heiß, sie kannte das noch von früher und wollte es unbedingt mal wieder spielen. Entschuldigung, meine Frau. Deshalb habe ich es dann einfach mal wieder organisiert. Kid Clown and Crazy K Chase. Ja. Ja, es ist ein wirklich schwer zu spielendes Ding, weil es läuft permanent so isometrisch ab. Dummerweise lässt sich das natürlich mit einem Steuerkreuz, was auf einer X- und Y-Achse angelegt ist, nicht wirklich spielen. Dann haben wir Michael Jordan, Chaos in the Windy City. Oh, nicht richtig zugemacht, egal. Ja, hab das einem Kumpel gezeigt und der meinte nur, ach, ich kann mit Sportspielen nichts anfangen. Habe ich ihm erstmal erklärt, dass es überhaupt kein Sportspiel ist, sondern halt ein Jump'n'Run mit Michael Jordan. Komische Genre-Mixtur, mir gefällt. Früher hatte ich viel Spaß damit, heute finde ich es bockschwer.
Operation Star, Starfish, genau. Starfish, James Pond. Nö, Spiel kostet 0,815, nix Dickes. Und dann auf dem Flohmarkt endlich wieder Rock'n'Roll Racing für faire 12 Euro. Direkt mitgenommen und zu Hause reingelegt. Eine Woche später komplett auf Warrior-Schwierigkeit, also auf dem höchsten durchgehabt. Was ich früher nie hatte. Also als Kind habe ich es immer nur auf Rookie gespielt, auf Anfänger. Jetzt habe ich es halt echt komplett mal durchgeholzt. Und ja, es ist immer noch ein saugeiles Spiel und die Musik rockt. Auch wenn irgendwie die 5 Tracks nicht wirklich abwechslungsreich sind. Aber das Ding ist, wenn ihr es in die Finger kriegt, auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und wieder so ein Klassiker wie Halo, womit ich nichts anfangen kann. Super Mario Kart. Hat sich mir damals auch völlig entzogen. Bin ich nie mit warm geworden. Aber für 10 Euro habe ich es halt mal mitgenommen. Es gehört ja doch in die Sammlung. Und ein frühes FX-Werk. Vortex, ja. Super Nintendo-Spiele heute sind eigentlich immer noch schön spielbar, aber ja, so diese FX-Geschichten. Kommen wir zur PlayStation. Das sind auch gar nicht so viele Spiele wie letztes Mal. Vielleicht nicht ganz das Doppelte davon. Ja, super. Ihr müsst da jetzt durch. So, ich mache auch schnell. Wir haben A Bug's Life, Jump'n'Run zum gleichnamigen Disney-Film. Wir haben Adidas Power Soccer. Fußball. Air Combat. Kennt man heute noch. Gibt es heute noch die Serie. Schön auf dem Flohmarkt gekriegt. Das Ding war noch neu und original verschweißt. Dann haben wir das Spiel zum Film von Disney, Atlantis. Auch eine hübsche Spielkost. Dann haben wir nochmal Atlantis, diesmal aber ein Adventure. Hat auch nichts mit dem Disney-Film zu tun. Spielt in seiner eigenen Welt. Bahamuts Fluch, den ersten Teil des Point-and-Click-Adventure. Bugs Bunny auf Zeitreise, damals als Warner Bros. Games, zumindest die Looney Tunes Games, noch gut waren. Bundesliga 2000, der Fußballmanager. Wie es der Name schon sagt, ein Fußballmanager. Capcom Generations. Ist eine dicke Box, drei Discs drin. Drauf enthalten ist Super Goose and Ghost 1942, 1943 glaube ich auch. Ne, 42 nur. Und ja, diverse andere Klassiker von Capcom halt. Kasper, Spiel zum Film. Den Film muss man nicht kennen. Catan, die erste Insel. Oh, Catan ist ein schönes Spiel, Brettspiel. Als Spielbar, Videospiel macht es weniger Spaß. Man hat bei der KI ständig das Gefühl, sie würde bescheißen. Das PlayStation-Frühwerk Crash Bandicoot. Der erste Teil. In Nicht-Platinum, endlich. Lange nach Besuch. Platinum hätte ich ihn schon zigmal haben können. Jetzt habe ich ihn schön in Schwarz. Critical Death. Unterwasser-Action. Passt schon. Constructor. Wirtschaftssimulation. Oh. Muss man nicht viel zu sagen. Dann haben wir Deadball Zone. Das Ganze ist so ein bisschen Speedball-mäßig. Futuristischer Sport. Devil's Deception. Haben wir ein Adventure-Action-Horror-Spiel-Versuch. Kam, glaube ich, nie wirklich an. Wahrscheinlich sagt ihr jetzt, oh, das war super. Egal. Dodgem Arena. Das Ganze ist so ein bisschen Destruction Derby-like, aber futuristisch angelegt. Kommentarlos. Erklärt sich von alleine. Forsaken. Ja, Acclaim hat es mal drauf gehabt, Spiele zu verhunzen. Das waren 360 Grad Ego-Shooter, so decent mäßig. War aber scheiße. Fußball Live, ein Fußballspiel. Grudge Warriors, auch wieder so ein bisschen Arena-Geballer mit Fahrzeugen. Vom Bullfrog haben wir High Octane, futuristisches Rennspiel. Nightmare Creatures 2, den ersten Teil fand ich damals richtig gut, der zweite war scheiße. Jo, schwer zu kriegen bei uns, war wieder ab 18, aber Flohmarkt hilft.
haben wir Omega Assault. Das ist so auch wieder futuristisch, Geballer. Man sitzt in einem Mech, steuert das Ding nicht wirklich, aber kann halt ballern. Das grandiose Hugo, wer kennt ihn nicht, dieses die alte TV-Show damals auf Kabel 1, glaube ich. Anrufen und per Telefontastatur das Vieh steuern und die Leute haben immer verkackt und ach. Aber man hat irgendwie doch geguckt, es war halt Unterhaltung. Lost Vikings 2, Super Nintendo Klassiker, hier in der PlayStation-Version. Dann auch Marvel Super Heroes. Ein Marvel-Prügelspiel. Nagano Winter Olympics 98. Spiel zu dem Winterspiel von 98 halt. Wo wir gerade im Winter sind, NHL 2000. Die 2000er Saison von NHL. Dann haben wir noch One. Ich hab's gleich geschafft. Actionspiel für die PlayStation. Rayman Rush. Auch wieder, wenn ihr ein Rayman-Spiel für die PS1 findet, mitnehmen, könnt ihr nicht viel verkehrt machen. Ist hier so ein bisschen mehr auf zwei Spieler und ein bisschen, Rennspiel. Das Wort suche ich. Dann endlich Resi 2 in der Nicht-Platinum-Version. Jetzt habe ich es auch original. Das war mein letztes Platinum-Spiel, was im Regal stand. Jetzt habe ich alle in Nicht-Entplatinisiert. Jetzt habe ich kein einziges silbernes Spiel mehr im Regal stehen. Das finde ich gut. RC Stuntcopter. RC Radio Control, also ferngesteuerte Hubschrauber fliegen. Das Ganze mit ein bisschen Mission. Lustig. Rough and Tumble. Ein hübsches Spiel. Dann haben wir Swing, Total Mind Control. Das Ganze ist ein Puzzlespiel mit so ein bisschen um eine Ecke denken. Ist ein bisschen komplexer, aber spaßig. Taifu, die Rache des Tigers. Jo, man spielt halt so einen asiatischen Hau drauf Tiger. Actionspiel, Streets of Rage-like. Guardian of Darkness hatte ich früher schon. Also, was heißt früher hatte ich schon, aber ohne Anleitung jetzt komplett. Genauso wie das hier, Theme Hospital, da die Version, die ich da hatte, sah echt scheiße aus. Jetzt habe ich es halt in einem vernünftigen Zustand gekriegt. Mitgenommen. Treasure Presents Skate and Destroy, ein Skateboard-Spiel. Dann haben wir Total NBA 98. Ja, Basketball halt. UEFA Champions League 99-2000. Und 2000-2001. Dann noch Wiper. Oh, wir sind schon bei V, wir haben es gleich geschafft. Oh, oder so ein futuristisches Geballer. VR Sports Powerboat Racing. Ja, ein Bootrennen, wer hätte es gedacht. Jetzt noch Warhawk. Ein futuristisches Action-Fliegerspiel. Wie viele Spiele in der Zukunft spielen? Faszinierend. Und das letzte, das grandiose Wer wird Millionär? Zweite Edition. Ja, Fragen stellen, gestellt kriegen, darauf antworten und virtuelle Millionen gewinnen. Leider keine echten. Und in diesem Sinne, bis demnächst.